einen Check bei mir zu sehen. Und zwar wollte ich gerne bei dem 25-Fragen-Check mitmachen. Die nette, liebe Kati alias The Beauty to Go hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei diesem 25-Fragen-Check mitzumachen. Und da ich den ja noch nicht gemacht habe, dachte ich mir, nutze ich einfach mal meinen freien Nachmittag dafür, den abzudrehen. Hier hinten auf meinem niegelnagelneuen iMac. Das Video dazu, ein Unboxing-Video, findet ihr vielleicht nochmal unten. Vielleicht doch, findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr euch das nochmal anschauen möchtet, wie ich den ausgepackt habe und sich vielleicht, sich noch ein paar Anregungen zu holen, wenn ihr euch für den iMac interessiert oder wie auch immer. Ist auch egal. Auf jeden Fall, auf meinem iMac finde ich jetzt die 25 Fragen und ich werde euch die jetzt einfach mal passend beantworten. Beginnen wir jetzt mit der ersten Frage. Hast du Haustiere? Ja, ich habe eine Katze. Zweitens, nenne drei Dinge in deiner Nähe. Also, hier liegen mehrere Sachen. Zum einen mein Handy, dann Kaffee und ein Stückchen Nusskuchen steht hier. Und dann liegt hier noch ein Haarnetz. Das liegt noch hier, weil ich das bestellt habe für mein Karnevalskostüm. Ich möchte dieses Jahr mal eine Perücke tragen und da brauchte ich noch ein Haarnetzteil. Und voll eklig liegt hier auch noch was rum. Ein Stückchen Brot. Ich habe heute Mittag mein Brot gegessen von heute Morgen, was ich an der Arbeit nicht gegessen habe. Und das habe ich jetzt hier liegen. Lecker, ne? Ja, muss ich mal in den Müll schmeißen. Aber das sind jetzt schon fünf Dinge, die hier rumliegen. Viertens, hast du einen Führerschein? Wenn ja, hast du schon mal einen Unfall gebaut? Ja, ich habe schon ganz lange einen Führerschein und Gott sei Dank, nein, habe ich noch nie einen Unfall gebaut. Das will man aber auch nicht zu laut aussprechen, aber es ist wirklich so, man muss echt aufpassen und ja, also ich habe Gott sei Dank noch keinen Unfall gebaut. Fünftens, wann bist du heute Morgen bzw. mittags aufgewacht? Ja, wäre mein Wecker nicht gegangen, hätte der nicht geklingelt, dann hätte ich wahrscheinlich noch eine Weile geschlafen. Aber mein Wecker hat mich heute Morgen um 6.20 Uhr aus dem Bett geschmissen. Sechstens, wann hast du das letzte Mal geduscht? Heute Morgen. Siebtens, was war der letzte Film, den du gesehen hast? Also so recht kann ich mich jetzt an keinen Film am Wochenende erinnern. Gestern Abend habe ich auch keinen Film geguckt, da habe ich nur Serien geguckt. Also den einzigen Film, den ich mich erinnern kann, war letzte Woche Donnerstag und das war der Film auf Pro7 mit Miley Cyrus. Mit dir an meiner Seite, an den kann ich mich noch erinnern. Ja, das ist so schön, oh, das ist so schön. Achtens, was sagt deine letzte SMS? Meine letzte SMS ging an meinen Freund und da habe ich geschrieben, melde dich heute Abend mal nach der Arbeit, telefonisch. Neuntens, wie hört sich dein Klingelton an? Bist du jemals in ein anderes Land gefahren bzw. geflogen? Ja, ich fliege jedes Jahr in den Urlaub, immer so auf die Kanaren oder so. Aber gefahren bin ich noch nie in ein fremdes Land, oder? Doch, nach Paris, nach Frankreich bin ich gefahren. Oh, und nach Tschechien, jetzt fällt es mir ein. Ja, aber das war alles mit der Schule, aber so privat fliege ich jedes Jahr. Elftens, liebst du Sushi? Nicht jedes... Hört sich blöd, heißt das nicht jedes Sushi? Also es gibt Sushi, was ich gerne esse, aber nicht alles. So, nennen wir es mal so. Zwölftens, wo kaufst du deine Lebensmittel? Wir kaufen unsere Lebensmittel eigentlich hauptsächlich im Rewe und im Lidl. Dreizehntens, hast du jemals was genommen, um besser einschlafen zu können? Ja, voll peinlich, aber ich zeige euch das mal. Ich habe das nämlich noch hier. Was mich immer gut zum Einschlafen gebracht hat. Das ist mein Rolli von den 101 Dalmatinern. Das ist der dicke Hund. Kennt ihr den noch? 101 Dalmatiner, der pummelige Hund Rolli. Den fand ich immer voll cool und voll süß. Er sieht auch schon etwas mitgenommen aus. Auch das Schild und so. Naja, aber der hat mir immer geholfen einzuschlafen. Und den habe ich vor 2 Wochen oben auf dem Dachboden gefunden. Und den musste ich wieder runterholen. Eigentlich voll kindisch, oder? Aber der darf doch nicht da oben auf dem Dachboden liegen, der Rolli. Darfst du nicht. Du bist meiner und du bleibst jetzt bei mir. Doch, 14. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 2 Brüder. 15. Hast du einen PC oder einen Laptop? Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ja, ich besitze einen iMac, also nenne ich den jetzt mal PC. Und ich habe auch noch einen Laptop. Einen läufigen Laptop. Das ist auch gut.
ein Laptop, der noch zu bedienen ist. Also, der funktioniert noch. 16. Wie alt wirst du an deinem nächsten Geburtstag? Ich werde an meinem nächsten Geburtstag 25 Jahre alt. Das ist bald. Am 14.03. 17. Trägst du Kontaktlinsen oder eine Brille? Gott sei Dank trage ich nichts. Keine Kontaktlinsen und keine Brille. Aber ich glaube, ich brauche bald eine. Ich habe schon oft solche Andeutungen gemacht. 18. Färbst du deine Haare? Yes. 19. Sag, was du heute planst zu tun. Wir haben jetzt exakt 16.47 Uhr. Ich werde jetzt noch meinen schon fast kalten Kaffee alle trinken. Mein angeknabbertes Stück Kuchen zu Ende essen. Dann gibt es in ungefähr anderthalb Stunden schon wieder Abendbrot. Das werde ich machen. Und zwar mache ich einen Schafskäse-Tomatenauflauf. Ja, für meinen Vater und für mich. Und dann werde ich dabei Verbotene Liebe gucken. Und danach noch Promi-Dinner. Ja. Und dann werde ich heute Abend den Abend gemütlich im Zimmer ausklingen lassen bei The Big Bang Theory und vielleicht noch irgendwas anderes, aber das war's so. So viel wird heute nicht mehr passieren. Ja, und dann hoffentlich noch was von meinem Freund hören, weil der ja auf Montage ist. Ja, das war's. Also nichts Spektakuläres. Ja, dann geht's weiter mit der 20. Frage. Wann hast du das letzte Mal geweint? Geweint das letzte Mal? Innerlich habe ich natürlich nichts gezeigt. Aber innerlich habe ich bei dem Film von Miley Cyrus geweint am Donnerstag. Ja. 21. Was ist für dich der perfekte Pizzabeleg? Der perfekte Pizzabeleg ist auf jeden Fall leckere Tomatensoße, Salami, Pilze, Thunfisch, Knoblauch, Oliven, ja, das wäre es, glaube ich. Ja, Käse überbacken natürlich, Gouda-Käse am besten, ja. Das wäre so der perfekte Pizzablag. 22. Was magst du mehr, Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger. 23. Hattest du schon mal einen All-Nighter? Also da habe ich mich vorher schlau gemacht und ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig beantworte, aber ich habe gegoogelt und bei All-Nighter kam eine durchgemachte Nacht raus. Ob das jetzt damit gemeint ist, weiß ich nicht. Aber wenn damit durchgemachte Nacht gemeint ist, dann ja, habe ich das auch ganz oft früher noch, also als so die Pubertät anfing und das war dann so die Zeit, wo man dann auch mal etwas länger rausgehen wollte oder dann bei Freundinnen übernachtet hat, dann wollte man immer mit Film, Gruselfilm und so die Nacht durchmachen. Es ist nicht immer gelungen, aber ein paar Mal schon, aber so toll finde ich das überhaupt nicht. Weiß nicht, ich schlafe sehr gerne. 24. Welche Augenfarbe hast du? Blö. Und die letzte Frage. Kannst du Pepsi von Cola unterscheiden? Ja, glaube ich schon. Also Cola schmeckt man raus. Also richtige Coca-Cola schmeckt man einfach. Und man merkt, glaube ich, fast bei jeder nachgemachten Cola den Unterschied, dass das keine echte Cola ist. Und bei Pepsi, glaube ich, bei Burger King, weiß nicht, ist das noch so? Bei Burger King bei uns gab es immer die Pepsi und da habe ich dann auch den Unterschied gemerkt. Weil wenn ich dann bei McDonald's war, gab es Cola und bei Burger King gab es Pepsi und den Unterschied habe ich gemerkt. Aber ob das... Es ist schwierig, aber ich weiß, wie Coca-Cola schmeckt. Ob das dann gut mit Pepsi oder Cola Zero, das weiß ich nicht. Aber richtige Coca-Cola kann ich auf jeden Fall rausschmecken. Ja! Yeah. Das war's schon. Das waren die 25 Fragen gewesen. Ja, ratzifatzi ging das jetzt hier durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall auch jemanden taggen, falls sie nicht schon einige aufgeschrieben hat, die in mir gerade durch den Kopf schwirren, muss ich nochmal nachgucken. Ich weiß auch nicht, wer schon überall da mitgemacht hat. Ich glaube, so aktuell ist der Tag auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Aber egal, ich werde mir auf jeden Fall jemanden überlegen und die findet ihr natürlich unten in der Infobox und alle anderen Infos bezüglich meiner anderen
Seiten, wo ihr mich überall finden könnt, findet ihr auch da unten. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bye.